Und damit, moin moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Shadow of the Colossus. Wie man hier unschwer sieht, habe ich das Spiel schon durchgespielt, auch nicht nur einmal. Und ich dachte mir so aus einer Lust und Laune heraus, ja komm, der Hard Mode fehlt dir eh noch, da sind noch zwei Trophäen zu holen. Das ist die PS3-Version, wie man unten rechts unschwer sieht. Zwei Trophäen sind noch zu holen, das sind die beiden Hard-Mode-Trophäen und ja. Da ich das sowieso noch irgendwann mal spielen wollte, dachte ich mir, kann ich so gleich aufnehmen. Why not? Aber dann starten wir mal ein neues Spiel im schweren Modus. Stille. Ladebalken. Jener Ort entstand durch die Schwingungen sich überschneidender Punkte. Punkt, Punkt, Punkt. Es sind Erinnerungen, ersetzt und ausgelöscht, doch sie sind in Stein gemeißelt. Blut, junge Sprossen, Himmel. Und jener mit der Macht, die Wesen aus Licht zu beherrschen. In jener Welt, so heißt es, kann man, wenn man es wünscht, die Seelen der Toten zurückholen. Ikola Lukizado Yulola.
Doch in dieses Land vorzudringen ist streng verboten. Ihr besitzt das alte Schwert. Ihr seid also sterblich. Bist du Dormin? Man sagte mir, dass an diesem Ort am Ende der Welt ein Wesen existiert, das die Seelen der Toten beherrschen kann. Ihr irrt euch nicht, wir sind als Dormin bekannt. Sie wurde geopfert, da sie verflucht war. Bitte, du musst ihre Seele für mich zurückholen. Die Seele dieser Jungfrau. Verlorene Seelen bringt niemand mehr zurück. Ist das nicht das Gesetz der Sterblichkeit? Mit jener Klinge jedoch ist es vielleicht nicht unmöglich. Wirklich? Allerdings nur, wenn ihr erreicht, was wir von euch verlangen. Was soll ich tun? Seht die Götzen dort an der Wand. Ihr sollt sie alle vernichten. Doch jene Götzen können nicht zerstört werden, nicht von der Hand eines Sterblichen. Was soll ich dann tun? In diesem Land gibt es Kolosse, die Inkarnationen jener Götzen sind. Wenn ihr die Kolosse besiegt, sollen diese Götzen fallen. Ich verstehe. Doch seid euch bewusst, der Preis, den ihr zahlen müsst, mag hoch sein. Das ist mir gleich. Nun gut.
Erhebt eure Klinge im Licht. Und geht an den Ort, wo das Licht des Schwertes sich sammelt. Dort sollt ihr die Kolosse finden, die ihr besiegen müsst. Ja, und damit dürfen wir uns bewegen. Yay! Wie ihr schon bemerkt habt, werde ich in den Cutscenes nicht viel reden, nicht großartig, nicht überflüssig, nur das, was gesprochen wird, vertonen. Ja, ne? Denn ich möchte das nicht durch irgendwelches Gebrabbel in seiner vollen Schönheit zerstören, hätte ich fast gesagt. Dieses Spiel ist, finde ich, ein einziges großes Kunstwerk. Ganz, ganz große Klasse. Na gut, dann machen wir uns doch mal auf zum ersten Moment, wie steige ich jetzt nochmal auf? So, genau. Wir haben im Übrigen, um das mal zu zeigen, wir haben hier unser tolles Schwertchen. Nein, haben wir nicht, Moment. Jetzt haben wir unser tolles Schwertchen, was wir ins Licht halten können und dann so, ne, und gucken und bla. Und wir haben Pfeil und Bogen. Womit mir jetzt, muss ich mal gucken. Ne, Moment. Steuerung! Womit wir zielen und Pfeile schießen können. Auf zum Beispiel so nette Früchtchen hier oben. Wenn ich es jetzt erwische. Ja, perfekt. Diese Früchtchen werde ich aber nicht großartig sammeln. Auch wenn sie uns nette Gesundheitsboosts und sowas geben. Ich werde jetzt nicht irgendwie penibelst darauf achten, jede Frucht zu erwischen oder jede von den Äxten, die es hier noch gibt. Also Früchte erhöhen die Lebenskraft, Äxten die Ausdauer. Aber das werde ich mir, wie gesagt, nicht alles holen, weil das dauert einfach dann schlichtweg zu lang. Deshalb widmen wir uns einfach gleich mal dem ersten Kloss. Ich bin sowieso der Meinung, Lebenskraft ist im Hard Mode ein bisschen überbewertet, wenn einen die Kolosse erwischen, dann ist man sowieso meistens tot, habe ich so gehört. Also gehe ich mal von aus, sonst wäre es kein Hard Mode. Ich erwarte auch einige One-Hits, also so wie ich das... Ich weiß nicht, ob das sogar gesagt wurde, als der Hard Mode eingeführt wurde oder nicht. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich im Hard Mode Attacken von den Kolossen, die einen einfach mal eben schnell one-hitten, egal wie viel Leben man hat. Von daher werde ich es einfach lassen mit dem Sammeln. So, wie hoch? Ich glaube, ich habe auch, um die restlichen Trophäen allesamt zu kriegen, das Spiel bisher viermal durchgespielt oder irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall einige Male. So. Darüber. Wie ging das nochmal? Nee. Konnte ich da nicht irgendwie direkt drunter durch? Wo ist denn... Nee. Da ist Zuhauen. Das Leuchten. Springen. Achso. Vielleicht doch einfach so? Nee, hä? Man konnte irgendwie eine hübsche Rolle machen. Genau. R1 und 3 gleichzeitig, okay. Dupdidu. Wollen wir nochmal gucken, wie wir hier hochkommen. Dieses Spiel besteht auch im Übrigen eigentlich nur aus, man geht zum Koloss hin und man tötet den Koloss und geht zum nächsten Koloss und tötet den Koloss und... Warte, wie war denn das? Nee. Nee. Ach, zurückdrücken musste ich, glaube ich. Nach oben. Ah, zurück, okay. Ja. Prinzipiell läuft man einfach nur durch die Gegend, tötet die Kolosse und dann ist irgendwann vorbei. Aber es ist einfach wunderschön gemacht.
bin sowieso der Meinung, dass viel zu viele Leute dieses Spiel nicht kennen. Was eventuell auch daran liegt, dass es sich scheinbar nicht so gut verkauft hatte damals für die PS2. So wie viele gute Spiele, die dann einfach in auch, glaube ich, nicht so großer Stückzahl produziert wurden und Kassenschlager und so, nee, eben nicht Kassenschlager und dann jetzt schweineteuer sind. Wie konnte ich ihm denn, ach, mit L1 kann ich ihm hinterher gucken, okay. Gott, Steuerung. Muss ich sowieso erstmal wieder gucken, ob ich das noch kann oder nicht. Na komm. Danke. Nee, nicht schütteln. Zack. Zack. Hey. Zack. Und da fällt er. Ich liebe die Musik von dem Spiel. Okay, komm. Kleiner, geh auf. Na komm. Na komm. Und wo? Hopp, hopp, hopp. Jetzt ein bisschen Ausdauer wieder auffüllen. Das ist nämlich das Wichtigste am Spiel, wenn du so willst. Dieser kleine Kreis da, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, das ist unser. Dieser Kreis ist unsere Ausdauer, die wir haben. Und die nimmt mit jeder Bewegung und mit jedem Schlag, mit jedem Stich, den wir machen, ab. Wir müssen dann halt zwischendurch auch die Ausdauer immer wieder regenerieren, damit wir nicht einfach irgendwann von dem Viech runterfallen, weil wir uns nicht mehr festhalten können. Das wäre nämlich uncool. Boah, lass mich doch hier oben. Böser Bube. Ach, fuck. Das zum Beispiel ist zu lange gewartet. Und zack. Oh Gott, mach ich wenig Schaden. Ich sollte erstmal wieder irgendwie Ausdauer regenerieren hier. Na komm. Und oh Gott, ist das wenig Schaden, was wir machen. Na, das macht schon ein bisschen mehr. Je weiter wir ausholen, desto mehr Schaden machen wir natürlich auch. Macht irgendwie Sinn. Denn desto fester ist der Stich auch. Zack. Und zack. Oh Gott. Und zack. Nicht cool. Lass mich hier oben. Moment, hat der eine zweite Schwachstelle oder sieht das nur so aus, als würde die hier nicht mehr. So. Hat der eine zweite Schwachstelle? Ich weiß es gerade nicht. Also im Normalmodus hat er, glaube ich, keine. Aber es leuchtet auch nicht mehr. Hä? Gut, dann fragen wir mal das Schwertchen. Nein, tun wir nicht. Hä? Nein, ich wollte nicht runter. Nein. Weg hier. Aua. Lieber vorsichtig und langsam als ach, so wie jetzt überstürzt. Wanda. Please. Und ach. Ach, verdammt.
Ich weiß übrigens auch, gerade wo ich so lange hier für den Kleinen brauche, nicht, wie ich das mit den Parts machen werde. Ich werde wahrscheinlich einfach 2 bis 3 große Aufnahmesessions machen und dann zwischendrin schneiden, wie ich lustig bin oder so. Mal gucken. Im besten Fall ist das hier schon der 2. Part statt nur dem 1., weil der 1. wahrscheinlich nur das Intro sein wird und ganz viel Cutscene. Danke. Nee, bleib stehen. Danke. Soll jetzt aber festhalten. Hab ich da gerade was leuchten sehen? Nee, hab ich nicht. Was soll ich denn dann noch angreifen jetzt? Wenn der Kopf nicht mehr klappen sollte. Was sind das eigentlich für komische Geräusche zwischendurch immer? Oh oh, ich brauch Ausdauer. Na, danke. Nicht schütteln. Wo ist denn? Ach, am Arm. Okay, gut. Der Hard Mode ist unangenehmer, als ich gedacht hätte. Ups. So. Okay. Oh. Zack. Und fuck. Nein. Und zack. Ich schaff's nicht mehr. Nein, ich schaff's nicht mehr. Lieber loslassen. Au. Okay. Na, vielleicht komme ich sogar an die Schwachstelle ran, wenn ich ihn zum Fall gebracht habe. Ich weiß gerade gar nicht, was er mit seinen Armen macht. Vielleicht komme ich aber leichter dran, als ich es eben versucht habe. Ach ja, schüttel doch nicht so blöde. Wir können ihm theoretisch auch mit unseren Pfeilen Schaden machen, aber das ist unheimlich wenig, was wir da machen. Deshalb lasse ich das gleich mal. Na, nix da. Ne, nicht schütteln, nicht so wackeln, Kleiner. Ach Junge, halt doch mal still. Gott, wie soll ich das in der Time Attack dann schaffen? Haha. Nein, das war noch gar nicht. Fuck. Da. Nicht umfallen. Oh, fuck, hat das. Aua. Steh auf. Hoppla. Gut. Ich glaube, spätestens hier kommt der erste Cut. Meine Fresse, das war jetzt unerwartet. Gut, machen wir weiter. Haha, und ich dachte, ich wäre in 5 Stunden mit dem Spiel durch. Haha. Das können wir jetzt hier überspringen, das haben wir schon gesehen. Das ist auch noch so eine nette Funktion von dem Schwertchen. Wir können die Schwachstellen der Gegner sichtbar machen. Das sollte ich eventuell dann bei den nächsten Kolossen vorher mal machen. Na gut. So. Na. Danke. Also zu Boden gehen können wir natürlich nicht skippen. Alter, lass mich hoch. Ich brauche Ausdauer. Fuck.
Komm hoch, Kleiner. Los, Junge. Nein. Und zack. Ja, einmal seine Arschbehaarung hoch. Lustig, lustig. Ich glaube, an der Seite hier bin ich noch nie hoch. Nee, komm. Ich habe jetzt natürlich auch. Oh Gott, ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. So, jetzt aber. Na, nix da. Nein. Ja, ist okay. Hey. Hey. Na. Die Falken, die hier rumfliegen, diese komischen Geräusche machen. Oder was auch immer das für Vögel sind. Ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, dass das unbedingt Falken sind, aber. Na, komm. Ausdauer sammeln hier, während er im Kopf so ein bisschen dampft. Dampf ablässt, hahaha. Na. So. Zack. Und nicht zack. Ab. Ach komm schon. Ach Mano. Halt doch still. Ganz komisch hier. Jetzt. Nach, Junge. Oh, das wird eng. Das war auch eng. Schüttel dich doch nicht so, kleiner Menno. Der weiß, was ich vorhab. Der weiß, dass ich ihn umbringen will. Na. 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 Geht die Verstelle schon aus? Ja, geht's. So, welcher Arm war das jetzt? Der linke oder der rechte? Ich glaube, der hier war's. Ja, der hier muss jetzt. Obwohl, nee, Quatsch. Festhalten, Ausdauer habe ich voll, das sollte funktionieren. Zack. Zack. Nicht schütteln. Zack. Dampf.
Zack. Na komm, einer noch. Nee, zwei. Zack. Und komm. Jawohl. Da ist er down, der Erste. Ich muss erstmal einen Schluck trinken hier. Na, irgendwie tun sie einem schon leid, wenn sie sterben. Verdammt, da ist ein schwarzer Schatten in mich reingeflogen. Oh, war das eine Tortur. Und das beim ersten Koloss. Was war das? Möchten Sie den Spielstand speichern? Ja, 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 ja. Möchte ich. Ja, vier Durchgänge. Vierter Durchgang, wie auch immer. Ich speichere. Achso, ja, das ist. Nee, Moment. Doch. Wow, in einer Stunde 12 schon 8 Kolosse besiegt. Im vierten Durchgang vom normalen. Ich will nicht wissen, wie lange ich jetzt für das bisschen, für den ersten Koloss hier gebraucht habe. Aber es steht das Schwert dahinter.